So, Leute, geht weiter. Wir sind im letzten Part. Für euch vielleicht von der letzten Woche, vom letzten Monat oder vom letzten Jahr. So kann man auch Jahre auf YouTube füllen. 200 Parts, 200 Jahre. Jedes Jahr ein Part. Nein. Sind wir hier unten angekommen? Ich musste tatsächlich einmal nachschauen. Ab jetzt müsste ich wieder wissen, wo es lang geht eigentlich. Und wir kriegen schon wieder in meinen Computer, Lara. Der ist neu, lass den in Ruhe. Du hast den alten schon kaputt gemacht. Jetzt haben wir nämlich schon den gelben Sicherheitsstecker. Wie konnte ich mich darauf einlassen? Ich habe es nämlich in meinem Let's Play ganz anders gemacht, oder nicht? Auf dem PS1 und auf dem PC habe ich es doch anders gemacht. Mal, vielleicht bin ich da auch ein Screenrunner-Trick oder was, oder hab da einen Bug ausgenutzt. Ich weiß es selber nicht mehr. Ich war wohl so in Trance. So, hier ist der aufmerksamste Wachmann auf der ganzen Welt. Er steht mit uns zum Rücken und bewegt sich keinen Millimeter. Aua! This died. Weh. Und jetzt geht's hier wieder runter. So, dann gehen wir wieder in unseren Nachbarraum. Setzen dort den gelben Sicherheitsstecker, den wir eben geholt haben, ein. Und dann geht es. Ja, jetzt hat sich hier nämlich die Klappe vorgeschoben. Und jetzt können wir extra, für uns haben sie das gemacht, können wir hier jetzt eine Etage höher und direkt ins Wasser reinplanschen. Yes, Leute, wir sind gut. Habe ich meine Audioaufnahmen gestartet? Ja, habe ich tatsächlich, ja. Stimmt, ich habe ja noch Testaufnahmen gemacht gehabt. Wir speichern. Denn jetzt sind wir auf dem richtigen Weg und... Jabadabadu! Jetzt werden wir zwar immer noch gezogen, aber wir können jetzt hier so in die Mitte rein. Lara! Nicht durch die Wand glitschen! Die Frau macht mich wahnsinnig. Die macht mich wahnsinnig! So, wir haben unser Leben aufgefüllt. Und wir schwimmen den Weg hier entlang. Ich habe noch in Erinnerung, dass hier ein bisschen Zeug liegt auf dem Weg. Aber gut. Halt, Fackeln. Wichtig. Gerade für London. Was wir im nächsten Abschnitt nehmen, aber... Lara. Hebel. Hebel! Hebeli! Danke! Es sieht in unserer Luft nicht so knapp aus, also... Bewegung! Oh Gott. Gut, dass ich hier rausgegangen bin, ansonsten da sind nämlich so eine gelben Urinstrahlen. Und wenn wir durch die durchgehen, dann sind wir tot. Beziehungsweise wir verlieren Leben. Ich nenne es mal so. So, und hier geht es dann direkt weiter. Und wir kommen in der Wasserkühlung meines Computers an. Ihr merkt schon, es wird immer skurriler. Das ist ja das Skurrile daran. Hat mein Kumpel nämlich auch gerade festgestellt. Er hat ja auch gar keine Wasserkühlung. Da stehen schon unsere Knurps. Und Freunde. Freunde. Wisst ihr, wo wir hier sind? Wisst ihr es noch? Nein, wenn ich verrate ich es euch. Wir finden unsere Waffen. Yes. Yes. Diese erlösende Musik. Wir finden unsere Pistols. Yay. Ich darf wieder ballern. Und ein großes Medikit. Und da drüben liegt, glaube ich, auch die Schrotflinte. Und das hat Eagle-Munition. Oder? Nein, es liegt eine neue Waffe, die Desert Eagle. Wir haben dafür 30 Schuss. Oh, dann rüsten wir die doch gleich mal aus. Desert Eagle ist die stärkste Waffe in Tomb Raider 3. Weil ein oder zwei Schuss und die Gegner sind tot. Und jetzt muss ich beim Rausgehen drauf achten. Ihr seht das hier, hier sind grüne Linien.
Wenn ich die übertrete, geht die Selbstschutzanlage an. Aber wenn ihr den nicht übertretet, passiert nichts. Wir können ganz entspannt hier raus. Die habe ich nämlich, glaube ich, damals in meinem ganz alten. Es ist ja mittlerweile jetzt schon das dritte Tomb Raider 3, das ich hier auf meinem Kanal präsentiere. Das sind Knups. Die lassen wir in Ruhe, weil wir gehen gleich mal nach hier oben. Bane-Theme! Da ist noch ein Köter, hier muss noch einer sein. Das Schöne ist, wenn wir hier reingehen, dann finden wir noch ein großes Medikit. Das ist das Schöne, wenn er, das ist der Bonus, den wir bekommen, wenn er. Moment, hat den nicht einer den blauen Sicherheitsstecker? Ja, er. Ich muss sagen, er hat doch hier was. Und Granatwerfermunition, so wie ich das gesehen habe. Und der Mainfilm spielt deswegen. Er ist einfach erlösen, weil das Level gleich zu Ende ist. Und ich lasse ihn einfach durchspielen. Ich halte die Schnauze. Kann ich ja eh nicht, aber egal. Kennt ihr eigentlich noch den Tomb Raider 3 Film? Ja Leute, ich werde euch an dieser Stelle den Tomb Raider 3 Theme mal einblenden. Für die Leute, die ihn nicht mehr kennen. Es ist irgendwie eine Zusammenmischung aus Tomb Raider 1 Theme und dem Tomb Raider 3er Theme. Ich glaube aus dem sogar. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aus was ich das damals zusammengeschnitten habe. Auf jeden Fall, das ist der Tomb Raider 3 Theme für mich. Nicht der Main Theme, sondern der Tomb Raider 3 Theme oder allgemein der Tomb Raider Theme. So, wir gucken erstmal, wie viel haben wir. Wir haben 6 kleine, 3 große, 15 Fackeln. Ich hätte gerne meine Statistiken eigentlich. Ich habe noch 0 Medipacks genommen und bin hier schon seit 46 Minuten. In diesem Schweinelevel. Das Schlimme ist, diese Viecher hier, die ihr hier jetzt so hört, ne? Die hat Kaiser nur eingeblendet, um den Spieler zu kränken, um ihn seelisch und moralisch in den Anus zu treten. Denn, Leute. Das brauchen sie bei mir nicht mehr zu erreichen, denn meine Nerven liegen schon blank, schon lange. Deswegen macht mir das hier jetzt auch nichts mehr, weil meine Nerven sind aus Stahl und liegen blank. Ja. Und ich habe natürlich mal wieder vergessen, meinen Monitor abzulenken, dass mein Kumpel kann ganz genau sehen, was ich hier jetzt mache. Lara! Lara! Miss Arschgeige! Mir gehen die Wörter aus, also mach jetzt! Lara! Miss Arschgeige!
Aua! Der tut mir weh. Aber hier ist ja noch ein Heilkristall. Das heißt, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Mal, bei meinem alten Nummer 3 LP habe ich ja gesagt, wenn ich es ohne ein Medipack zu nehmen schaffe, durch dieses Level durchzukommen, mache ich mir ein Bier auf, da habe ich dann noch beschissen und habe 0,5 gehabt. Und einen Strich. Das soll dieses Mal nicht so sein. Dieses Mal habe ich 0,0. Dazu stehen. Das heißt, ihr wisst, was das heißt. Aber dieses Mal müssen wir das Ganze ein bisschen schneiden, deswegen hole ich den Rum aus dem Keller. Nein. Ihr wisst, was das heißt, deswegen hole ich den Rum aus dem Keller. Nein. So, und jetzt auch den nicht. Und jetzt, Leute, könnte man die Gegner hier alle einzeln abknallen, aber ich beende jetzt einfach das Level. Leckt mich. Leckt mich. Ihr könnt mir mal. Leckt mich. Cutscene, viel Spaß. Okay, bis dann. Ja, Leute, das war der Hochsicherheitstrakt. Wir haben 49 Minuten und 4 Sekunden gebraucht. 0 von 2 Secrets, 10 Gegner besiegt, 51 verbrauchte Munition, davon 20 Treffer. What? 0,0 Medipacks und irgendwas mit 1,81 Kilometer zurückgelegt. Jetzt kommt das nächste Level. Es heißt im Deutschen sowie im Englischen Area 51. Hier sehen wir uns das nächste Mal. Und ja, wir sehen uns hier nächstes Jahr und haut rein.